erst einmal freue ich mich sehr über die Einladung, mit dabei zu sein und möchte starten damit, dass wir alle hier zusammenkommen mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Themen Digitalisierung und Zivilgesellschaft. Und meine Motivation ist wirklich die unbeantwortete Frage, wie können wir Chancen von algorithmischen Systemen stärker fürs Gemeinwohl nutzen? Und ich teile die Begeisterung über die Möglichkeiten von algorithmischen Systemen und gleichzeitig aber auch den Blick auf die Risiken. Und bei uns in dem Projekt Ethik der Algorithmen haben wir uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit der strategischen Ausrichtung für die nächsten 3 Jahre beschäftigt. Und ein Fokus liegt ganz stark auf dem Kompetenzaufbau für den öffentlichen Sektor, im öffentlichen Sektor und in der Zivilgesellschaft, sodass Algorithmeneinsätze kritisch begleitet werden können, aber eben auch gemeinwohlorientiert eingesetzt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass, wenn dieser Impuls, den ich heute gebe, ein Auftakt ist für viele weitere Gespräche mit vielen von euch. Und so richtig beginnen möchte ich mit einem Sprachbild, der vom Digital Social Summit ja selbst geprägt ist. Nämlich, dass der Digital Social Summit das Gipfeltreffen der Zivilgesellschaft zur Digitalisierung ist. Und auch die Digitalisierung kann man als Gipfel verstehen. In der Basis sind Hardware-Ausstattung, Standardsoftware, Mail-Programme. Darauf liegt dann vielleicht der Social-Media-Account, softwarebasierte Angebote. Und an der Spitze, könnte man sagen, liegen eben algorithmische Systeme und noch andere neue Technologien. Und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich viele zivilgesellschaftliche Organisationen auf den Weg gemacht, diesen Digitalisierungsgipfel zu erklimmen. Und ich möchte heute Einblick geben, was eben gesellschaftliche Auswirkungen vom Einsatz von algorithmischen Systemen ist und damit hoffentlich ein bisschen an den Wolken ziehen, damit die eben von dem Gipfel sich etwas lichten. Und dabei ist die Leitfrage, wie eben Algorithmen fürs Gemeinwohl eingesetzt werden können. Und dieser Impulsvortrag ist für alle gedacht, also es startet ab dem Anfängerinnen-Level. Und damit versuche ich eben auch alles, worüber ich spreche, so gut wie möglich zu definieren. Und weil wir ja wissen, dass in Stuttgart heute insbesondere viel, viel los ist, viele verschiedene Angebote gleichzeitig stattfinden, vielleicht zuerst dazu, worüber ich sprechen werde in der nächsten halben Stunde. Zuerst mal geht es um Grundlagen. Warum ist es wichtig, dass wir überhaupt über algorithmische Systeme reden? Was sind Algorithmen? Was ist Gemeinwohl? Und wie gehören die beiden eigentlich zusammen? Dann geht es um Anwendungsbeispiele. Das klang ja schon an. Da stelle ich ganz konkrete Anwendungsbeispiele vor, weil darüber lassen sich am besten die konkreten Auswirkungen, die gesellschaftlichen Auswirkungen verstehen. Zuerst einmal Anwendungsbeispiele, die auch zu mehr sozialer Ungerechtigkeit geführt haben in der Vergangenheit, aber eben auch solche, die zum Gemeinwohl beitragen können. Und dabei gehe ich insbesondere auf die Kita-Platzvergabe ein, die algorithmenbasierte Kita-Platzvergabe. Und zuletzt soll es um die Do's und Don'ts gehen, also was sind Ableitungen, die wir insbesondere aus dem Beispiel der Kita-Platzvergabe lernen konnten? Was sind eigentlich konkrete Gestaltungskriterien für algorithmische Systeme? Und was können vielleicht Denkanstöße sein, die wir auf einer systemischen Ebene sehen, wie algorithmische Systeme stärker fürs Gemeinwohl eingesetzt werden können? Und ich glaube, uns wäre es allen sehr lieb gewesen, hätten wir andere Voraussetzungen und hätten uns alle tatsächlich in Stuttgart getroffen. Und wir versuchen es trotzdem einfach so interaktiv wie möglich zu gestalten. Und das ist zum einen, dass es Mentimeter-Abfragen geben wird, wo wir mit einer kleinen Zeitverzögerung arbeiten werden und das versuchen, total charmant zu kaschieren. Zum zweiten gibt es den Chat. Und zum dritten gibt es am Ende auch Zeit für Fragen und hoffentlich die Möglichkeit, da auch ins Gespräch zu kommen über den Chat. Und damit geht es tatsächlich auch schon zu der ersten Frage an euch alle. Und zwar, was verbindest du eigentlich mit dem Thema Algorithmen oder auch künstliche Intelligenz? Den Link dazu solltet ihr schon im Chat bekommen haben. Das ist die zeitliche Verzögerung, über die wir reden, sodass ihr schon angefangen haben könnt, diese Frage auch zu beantworten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich die meisten den Code schon angucken konnte oder eben das im Chat gefunden habe und würde gleich mal aufhören, meinen Bildschirm zu stoppen und an Johannes zu übergeben, der uns die Ergebnisse zeigt. Und jetzt warten wir gemeinsam darauf, dass Antworten zusammenkommen. Sehr schön.
Zwischen Erklärbarkeit und verstehe ich nicht, geht es schon mal los. Die Beispiele von personalisierter Werbung und automatischen Entwicklungen, Robotik kommt vor. Viel von Werbung, von Daten, die dafür nützlich sind. Die Likes, die Zukunft, große Chancen sehe ich und aber auch Fragen. Sehr schön. Dieses Bild entwickelt sich im Zweifel noch ein bisschen weiter und vielleicht können wir das am Ende auch nochmal teilen. Aber ich sehe, dass viele verschiedene Aspekte zusammenkommen. Und eins, was ich jetzt noch gesehen habe, war Bullshit-Bingo und ich versuche genau das weniger zu machen und gleich auch im Thema weiterzugehen. Und das Thema geht da ganz stark darum, auch ein paar Definitionen zu bringen. Und jetzt würde ich mal hier die Steuerung wieder übernehmen und mein Bildschirm wieder frei geben. So, dann es geht jetzt um Grundlagen und starten möchte ich hier mit dem Relevanz des Themas und warum es eigentlich wichtig ist, über dieses Thema zu reden. Und das ist, weil algorithmische Systeme menschliche Entscheidungen skalieren. Und es ist aktuell so, dass es natürlich bessere Teilhabemöglichkeiten dadurch theoretisch möglich sind, aber auch die soziale Ungerechtigkeit verstärkt werden kann. Ganz entscheidend ist dabei, wie algorithmische Systeme eingesetzt werden. Und damit das nicht nur ein frommer Wunsch ist, dass sie zum Guten eingesetzt werden, müssen wir uns eben intensiv mit den Möglichkeiten, aber auch mit den Grenzen der Technologien auseinandersetzen. Und wahrscheinlich werden heute, an diesem Tag schon, die allermeisten von uns mit algorithmischen Systemen, eigentlich jeder von uns mit algorithmischen Systemen Kontakt gehabt haben. Eine Wegbeschreibung bei Google nachgeschaut, bei Social Media die neuesten Beiträge überflogen, das Handy entsperrt durch Gesichtserkennung. Algorithmische Systeme sind Teil unseres Alltags. Und immer mehr werden sie auch von den öffentlichen Verwaltungen eingesetzt. Und zwar nicht nur, wie man das früher oft gehört hat, das ist dann in den USA, das ist in China, sondern auch mitten in Europa. Und damit sind eben algorithmische Systeme noch viel mehr fester Bestandteil unseres Alltages. Und eine Fülle an Anwendungsbeispielen, die gar nicht oft so leicht zu finden sind, weil das nicht so transparent kommuniziert wird, findet sich in dem Automating Society Report, der hier auch zu sehen ist, den wir gemeinsam mit der NGO Algorithm Watch zuletzt im Oktober 2020 veröffentlicht haben. Da hat sich ein journalistisches Netzwerk in 16 europäischen Ländern recherchiert und über 100 Anwendungsfälle von automatisierter Entscheidungsfindung zusammengetragen. Das ist sowas wie Gesichtserkennung bei der Polizei in Slowenien oder für den Eintritt in Fußballstadien in Italien, das Aufspüren von Rezeptmissbrauch in Portugal oder die Vorhersage von Gewalt gegen Frauen in Spanien. Also es ist eine wahnsinnig große Relevanz für unseren Alltag, für unser alltägliches Leben. Und jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt zurück und möchte nochmal darüber reden, was sind denn eigentlich Algorithmen? Und im Grunde ist es eine Möbelbauanleitung. Erst macht man das, dann das, dann das. Und im besten Falle auch in der Reihenfolge, sonst hat man am Ende ein Problem. Etwas klüger klingt das dann so. Algorithmen sind eindeutige Handlungsvorschriften zum Lösen eines vorab definierten Problems, die typischerweise in Programmiersprache, also Code, formuliert sind. Ein Algorithmus alleine hat aber noch nicht die wahnsinnig große Wirkung, sondern erst dann, wenn es in ein System eingebettet ist. Und ein algorithmisches System ist ein System aus einem oder mehreren Algorithmen, die in Software implementiert wurde, um Daten zu erfassen, zu analysieren und Schlüsse zu ziehen, die zur Lösung eines vorab definierten Problems beitragen sollen. Es kommt also nicht nur auf den Algorithmus an, sondern auch auf die Einbettung. Es geht darum, welche Ziele vorab definiert wurden, welche Trainingsdaten ausgesucht wurden, welche Daten dann tatsächlich in der Nutzung Teil davon sind und auch wie eigentlich dann der Output interpretiert wird. Und wie man da vielleicht schon raushört, ganz eigentlich alles davon sind eben menschliche Interaktionen. Und oftmals wird auch über den Begriff der künstlichen Intelligenz gesprochen. Und der Begriff an sich ist erstmal sehr irreführend, weil er suggeriert, dass menschliches Bewusstsein reproduziert werden kann. Das ist nicht möglich.
Und problematisch ist es auch deswegen, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, weil das für ganz vielen Menschen etwas auslöst von, das ist ja was Magisches oder was sehr, sehr Dystopisches damit verbunden wird, aufgrund all der Erfahrungen, die vielleicht durch den Terminator oder andere Science-Fiction-Bücher oder Filme auch geprägt wurden. Was damit tatsächlich gemeint ist, ist, dass menschliche Tätigkeiten nachgeahmt werden in einem sehr spezifischen Anwendungsbereich. Und ich möchte jetzt nicht auf die genauen Unterscheidungen von maschinellem Lernen und nicht selbstlernenden Systemen eingehen, sondern einen anderen Punkt machen, nämlich, dass bei allen Anwendungsbeispielen, über die wir reden, gar nicht so sehr die technische Komplexität im Vordergrund stehen sollte, sondern die gesellschaftlichen Auswirkungen entscheidend sind. Denn bereits sehr simple algorithmische Systeme können enorm große gesellschaftliche Auswirkungen haben. Und gleichzeitig kann es ein super komplexes System geben, das vielleicht nur Schrauben sortiert und deswegen auch die gesellschaftlichen Auswirkungen davon sich doch sehr in Grenzen halten. Wenn man einen Vortrag macht über Algorithmen fürs Gemeinwohl, dann gilt es natürlich auch noch zu sagen, was ist eigentlich dieses Gemeinwohl? Und dieser Begriff lässt sich jetzt nicht so schön einfach definieren, wie eine Bauanleitung zu zeigen. Denn diesen Begriff gibt es seit Jahrhunderten, er ist seit Jahrhunderten in Gebrauch und vor allen Dingen seit Jahrhunderten auch in Bewegung. Und in einem neuen Impulspapier, das heißt Gemeinwohl im digitalen Zeitalter, des iRights Lab, das im Auftrag war von der DSE, das auch heute Nachmittag noch in einer anderen Session vorgestellt wird, wie ich meine, wird festgehalten, es gibt einen Kern des Gemeinwohls, das ist das Handeln zum Wohl der Gemeinschaft, was eine reine Privatnützigkeit ausschließt. Und es insbesondere zählen halt die Werte wie Würde und Freiheit, Gleichheit und Teilhabe zu unserer freiheitlich-demokratischen Gemeinschaft. Und das ist sozusagen ein Kern, der ist fix. Um diesen Kern herum jedoch gibt es einen Randbereich, der von jeder Gemeinschaft neu auszuhandeln ist. Und in dieser Definition zeigt sich auch, wie wichtig eben genau dieses Aushandeln ist. Ein anderer Zugang dazu hat das AI and Society Lab des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Eine Forschungsgruppe macht da tolle Arbeit zu der Frage, was eben Algorithmen, KI fürs Gemeinwohl bedeutet und erarbeiten Kriterien wissenschaftlich, wie algorithmische Systeme gemeinwohlorientiert entwickelt werden können. Und auch da steht das Partizipative als Kerngedanke und es ist auch formuliert als eben Alternative zu profitorientierter KI-Entwicklung. Was ich dadurch zeigen möchte, ist, diese Diskussion beginnt. Und es ist total wichtig, dass wir diese Diskussion auch weiterführen, weil es eben nur auch gemeinsam partizipativ erschlossen werden kann, was diesen Begriff ausmacht und was auch nicht. Und der letzte Teil, den das jetzt zusammenführen soll, ist natürlich die Frage, wie hängen denn Gemeinwohl und Algorithmen zusammen? Und eine Grafik, die ich finde, das ganz schön veranschaulicht, stammt aus einer Mediendiskursanalyse, die 2021 von der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wurde, wo in den letzten 15 Jahren Leitmedien betrachtet wurden, wie auch Fachblogs und Webseiten sowie Twitter und Social Media. Und da zeigt sich eben, dass die gesellschaftspolitischen Themen wie Bildung, Demokratie, Gesundheit, Privatsphäre, worüber geschrieben wurde, in den letzten Jahren enorm abgenommen hat, während wirtschaftliche und technische Aspekte eher zugenommen haben. Und das zeigt aber gleichzeitig, dass die zivilgesellschaftliche Perspektive und unser Reden und unser Auftauchen in diesem Mediendiskurs auch enorm wichtig ist. Und auf diese Art und Weise möchte ich übergehen zu den Anwendungsbeispielen, um daran noch viel konkreter zu machen, worum es hier eigentlich geht. Und die Beispiele, die Ihnen vielleicht bisher am ehesten bekannt sind, verstärken eher soziale Ungerechtigkeit. Es sind viele Beispiele bekannt, die Diskriminierungen weiter reproduzieren, wo unfaire Praktiken zu beobachten sind, wo Teilhabe eher eingeschränkt wird. Und eins der zwei Beispiele, von denen ich erzählen möchte, ist das von einer sehr problematischen Gesichtserkennungssoftware oder eigentlich mehreren. Und zwar geht es um das Projekt namens Gender Shapes. Joy Bulambwini ist eine US-amerikanische Computerwissenschaftlerin, die dadurch bekannt wurde, dass sie festgestellt hat, dass ein algorithmisches Gesichtserkennungssystem rassistisch ist. Und sie hat erkannt, dass eben bei einem Gesichtserkennungssystem, das sie genutzt hat, ihr Gesicht nicht erkannt wurde. Und dann hat sie sich gefragt, liegt es eigentlich jetzt an mir? Ist das ein Einzelfall oder ist das systematisch? Sie hat eine Datenbank erstellt mit ganz diversen Gesichtern, und drei marktführende Gesichtserkennungssysteme daran getestet.
Und sie fand heraus, dass die Zuordnung von Geschlechtern für schwarze Frauen viel, viel schlechter funktioniert als für weiße Männer. Und das Problem, das dahinter liegt, ist, dass bei der Entwicklung von Produkten nicht alle Nutzerinnen mitgedacht worden sind. Und das ist absolut kein neues Phänomen. Das kennen wir aus so vielen anderen Bereichen, wo der weiße Mann als Default gilt. Ein klassisches Beispiel und auch ein wirklich schlimmes Beispiel sind Crash-Test-Dummies für Autos, wo in den vergangenen 30 Jahren immer die Männerkörper die Regel waren und die eben für alle gegolten haben, um die Sicherheitsvorkehrungen zu testen. Und es führte dazu, dass das Risiko, an einem Autounfall zu sterben, für eine Frau doppelt so hoch war wie für Männer. Und das zeigt auf dramatische Weise, was bedeutet, wenn nicht wirklich alle Nutzerinnen mitgedacht werden. Ein anderes Beispiel, das kennen Sie vielleicht noch viel mehr aus dem Alltag und wahrscheinlich hat es jeder von Ihnen schon mal genutzt und wir sind uns alle auch sehr einig, dass das in den letzten 4 Jahren ja viel, viel besser geworden ist, Übersetzungsprogramme zu nutzen. Aber ich zeige Ihnen Folgendes. Wenn Sie oder wenn ihr euch diese Übersetzung anguckt vom Deutschen in eine genuslose Sprache wie das Finnische, wird aus sie investiert und er wäscht die Wäsche, sie arbeitet und er kümmert sich um die Kinder, eben Folgendes. Und wenn man das aber sofort wieder zurück übersetzt, passiert das. Aus sie investiert, wird er investiert, aus er wäscht die Wäsche, wird sie wäscht die Wäsche, aus sie arbeitet, wird er arbeitet und sie kümmert sich am Ende um die Kinder. Und das sind viele und krasse Stereotypen, die darin sichtbar werden. Und das liegt daran, mit welchen Daten das algorithmische System trainiert wurde. Wenn die Daten aus dem Internet sind, reproduzieren sich einfach genau die gleichen Stereotypen, die auch in unserer Welt zu finden sind. Damit sind algorithmische Systeme einfach ein datenbasierter Rückspiegel unserer Gesellschaft. Und es gilt genau das kritisch zu hinterfragen und auch zu ändern, wenn eben genau solche Fehler, solche Stereotypen auffallen. Das sind nur 2 Beispiele. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, Sie kennen noch viele weitere Beispiele, wo algorithmische Systeme die Welt jetzt nicht wirklich zum Besseren bisher gemacht haben. Ob das jetzt Empfehlungsalgorithmen sind, die Polarisierungstendenz verstärken oder Navigations-Apps, die relativ regelmäßig durch Spielstraßen führen. Aber wir wollen uns jetzt der Frage stellen und widmen, ob es eigentlich auch Beispiele gibt, bei denen Algorithmen fürs Gemeinwohl eingesetzt werden. Und damit spiele ich den Ball wieder zu Ihnen und frage Sie und euch, ob ihr eigentlich Beispiele kennt, bei denen Algorithmen fürs Gemeinwohl eingesetzt werden. Und auch an dieser Stelle würde ich nochmal meine Bildschirmteilung stoppen und an Johannes übergeben, der uns Antworten auf diese Fragen mitteilen kann. Und ich sehe, es sind schon ein paar Antworten da. Und zwar die Übersetzung. Im medizinischen Bereich sind Beispiele bekannt, bei der Umweltdatenberechnung, zur Spracherkennung, zur Stadtplanung und der Berechnung von Auslastung von öffentlichem Verkehr. Die Auslastung im Pflegebereich, Verkehr kommt wieder, Berechnung möglicher Naturkatastrophen, im Katastrophenschutz. Man erkennt schon gewisse Bereiche, in denen das vielleicht sich auch mehrere von euch Beispiele kennen. Und manche auch, die noch keine Beispiele kennen. Ich würde das mal so weiterlaufen lassen und auch da mich freuen, nachher noch mal einen Blick drauf zu werfen. Und würde hier an dieser Stelle noch mal meinen Bildschirm teilen. Wenn wir ein Stück weiter zurückgehen, ist die Frage, wie eigentlich algorithmische Systeme mit menschlichen Schwächen eigentlich interagieren. Und die These ist, oder das, was wir beobachten können, ist, dass algorithmische Systeme menschliche Schwächen ausgleichen können. Das banale Beispiel ist, was früher eben an jedem Acker selbst umgegraben werden musste mit menschlicher Kraft. Da unterstützt heute ein Traktor. Und wahrscheinlich gibt es wenige, die sich daran zurückwünschen, wieder jedes einzelne Feld selber umzugraben. Und algorithmische Systeme unterstützen nicht physische Tätigkeiten, sondern eben kognitive. Das kann im Umgang mit Komplexität zum Beispiel sein. Mustern Daten zu erkennen,
Das ist nicht unbedingt das, was Menschen, wofür die prädestiniert sind. Wenn man einen riesigen Datenberg hat, dann fällt es uns Menschen erstmal relativ schwer, darin irgendwas zu erkennen. Und es kann aber eine enorme Hilfe sein, wenn algorithmische Systeme da unterstützen. Was wir zum Beispiel über den Verlauf von Pandemien gelernt haben, wäre ohne Statistik und algorithmische Systeme gar nicht möglich gewesen. Bei Effizienz, auch da. Es gibt eben Möglichkeiten, effizientere Prozesse daraus zu machen. Oder auch einfach bei einem Beispiel wie zum Beispiel Feeding America, also das ist das Äquivalent zur Tafel in Deutschland, werden über algorithmische Systeme Lebensmittelspenden bestmöglich versucht zu verteilen, damit gespendete Lebensmittel dann nicht auch noch verderben, weil sie eben an der Stelle oder ausgeteilt werden, wo dafür kein Bedarf ist. Also auch da ist es eine Möglichkeit, effizienter mit Ressourcen umzugehen. Bei Konsistenz, menschliche Einschätzungen und Bewertungen hängen von vielen irrationalen Faktoren ab. Und das ist in vielerlei Hinsicht auch gut so. Aber auch da können algorithmische Systeme unterstützen, wenn es halt wichtig ist, dass es wirklich konsistent ist. Wenn zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte sich immer wieder MRT-Bilder angucken und immer wieder ähnliche und im Zweifel für sie ganz andere Bilder sehen, dann werden alle Menschen irgendwann hungrig oder müde oder können den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Und algorithmische Systeme, die darauf trainiert sind, die eben darin was zu erkennen, bei denen werden sie über die Zeit eher besser, weil sie eben auf den Daten lernen. Und das uns zunutze zu machen, da kann auf jeden Fall viel fürs Gemeinwohl entstehen. Und auch bei Fairness, was ein noch viel komplexeres Thema ist, weil allein der Begriff von Fairness schon auch einfach sehr komplex unterschiedlich definiert wird. Aber wenn wir uns vorstellen, dass aktuell bei der Auswahl von Bewerberinnen, wer eingestellt wird, oftmals dann doch entscheidet, ob man die gleichen Hobbys hat, ob man ähnliche Interessen hat und dann der Golfer den Golfer einstellt und die Seglerin, dann können objektivere Kriterien auch helfen. Und wenn die über algorithmische Systeme stärker ins Gewicht fallen, dann kann das eine Unterstützung sein. Und all diese Vorteile können natürlich genauso für Privatinteressen eingesetzt werden oder eben fürs Gemeinwohl. Und es kommt ganz stark bei der Frage darauf an, nicht ob, sondern wie sie eingesetzt werden. Und deswegen muss man bei allen Beispielen sich wirklich auch das Konkrete anschauen. Und so kommen wir zur Kita-Platzvergabe. Und ich würde jetzt nicht nochmal den Wechsel machen, um zu fragen, ob ihr findet, dass die Kita-Platzvergabe in Deutschland gut funktioniert, sondern von meiner Erfahrung erzählen, dass ich im letzten Jahr mit sehr vielen Menschen über diese Frage gesprochen habe und von auch schon wirklich vielen Problemen gehört habe. Und das liegt zum einen an tatsächlich einem Mangel. Gerade für Kinder im Alter von 1 bis 2, also schon mit Rechtsanspruch, ist einfach eine wahnsinnige Differenz zwischen dem Betreuungsbedarf und der Betreuungsquote. Gleichzeitig haben wir letztes Jahr auch eine Umfrage in Auftrag gegeben, wo wir unter anderem durch das Institut für Demoskopie Allensbach haben erfragen lassen, ob eigentlich Probleme öfter auftauchen bei der Vergabe von Betreuungsplätzen. Und Eltern mit Kindern im Kita-Alter sagen, über die Hälfte dieser Eltern sagen, dass es Probleme gibt. Und aus meinen Gesprächen, insbesondere aus Berlin, zeigten sich diese Probleme darin, dass man zum Beispiel individuell für jede Kita eigene Bewerbung und Wartelisten, eigene Bewerbung abgeben muss und dann auf unterschiedliche Wartelisten steht und sich bei denen unterschiedlich zurückmelden muss, manchmal per E-Mail, manchmal per Anruf, manchmal nochmal hinzugehen. Manche Eltern bekommen dann 3 Plätze und andere gar keine. Und es ist absolut undurchsichtig, nach welchen Kriterien das passiert. Und auch über Kontakte oder persönliche Verbindungen wird oftmals eher einen Platz bekommen als über irgendwelche objektiveren Kriterien. Und da fragt man sich dann ja auch schon, Mensch, muss ich jetzt die richtigen Leute kennen, um eben diesen Kita-Platz zu bekommen, den wir jetzt dringend bräuchten. Und die Frage, die sich danach anschließt, ist, ob eigentlich der Einsatz von einem algorithmischen System bei der Lösung dieses Problems unterstützen kann. Und dieser Frage sind wir in einem Impulspapier nachgegangen, das Sie auch finden, sowie zu den Befragungsergebnissen. Und wir haben uns da ganz stark auseinandergesetzt mit der Arbeit vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, weil die schon seit 2017 an dieser Frage forschen, aus einer ökonomischen Perspektive, und sich gefragt haben, wie die Kita-Platzvergabe effizienter ausgestaltet werden kann. Und wichtig ist eben, und es gibt schon einen ersten Anwendungsfall in dem Kreis Steinfurt und jetzt auch noch in weiteren Städten. Und wichtig ist zu unterscheiden, was eben ein Algorithmus in dieser Sache tut und was die Menschen entscheiden. Der Algorithmus arbeitet auf der Basis von festgelegten Kriterien.
Und die werden eben auch von Menschen festgelegt. Im besten Falle in einem partizipativen Prozess, wo Träger zusammenkommen, Kita-Leitungen, Elternvertreterinnen, das Jugendamt. Und es ist auch wichtig, dass eben genau dieses Kriterien an manchen Orten ganz anders aussehen können vielleicht als in anderen Orten, weil es unterschiedliche Bedürfnisse vor Ort gibt. Und wenn dieser Kriterienkatalog entwickelt wurde, dann kann eben das algorithmische System auch eingesetzt werden. Und während die Eltern ihre Wünsche abgeben, in welche Kita das Kind kommen soll, wird auf Basis des Kriterienkatalogs für jede Kita vorgeschlagen, in welcher Reihenfolge die freien Plätze vergeben werden sollten. Die Kita-Leitungen können daran noch Änderungen vornehmen, wenn es berechtigte Gründe gibt. Und dann werden Runde für Runde freie Plätze vergeben. Und der Matching-Algorithmus gleicht dann die Wünsche der Eltern mit den Entscheidungen der Kitas ab. Und das Besondere daran ist, wenn die Eltern in einer ersten Runde einen Kita-Platz angeboten bekommen haben, aber in einer zweiten Runde einen Platz angeboten bekommen, den sie viel lieber hätten, dann sorgt dieser Algorithmus dafür, dass der zweite Platz akzeptiert wird von den Eltern und der erste verfällt. Und dadurch ist eben sichergestellt, dass Eltern den bestmöglichen Platz für ihr Kind bekommen und auch wissen, dass es keine bessere Möglichkeit gibt, einen anderen Platz zu bekommen. Und wir haben uns dann genau nochmal angeguckt, welche positiven Effekte das haben kann, dieser Algorithmeneinsatz. Und zum einen steht natürlich die effiziente Verteilung. Also, dass Eltern sich weniger strategisch verhalten müssen. Sie gehen nicht mehr und bewerben sich bei der Kita, die vielleicht besonders viele Plätze hat, wo sie eigentlich gar nicht so gerne hinwollen, sondern zu den Kitas, bei den Kitas, wo wirklich auch sie gerne ihr Kind hinschicken wollen, aufgrund von pädagogischen Konzepten oder anderen Gründen. Und es gibt eine stabile Verteilung. Das heißt, es gibt danach nicht noch endlose Nachrückrunden, weil ja alle Eltern, die einen Platz bekommen haben, wissen, es gibt keinen besseren Platz für sie unter den Voraussetzungen. Der zweite große Vorteil ist ein persönlicher Zeitgewinn. Die Platzvergabe wird schneller, es gibt mehr Planungssicherheit. Und es ist auch deutlich weniger Verwaltungsaufwand für diejenigen in den Kita-Leitungen, die das Ganze auch bewerkstelligen. Und zuletzt, und vielleicht auch der interessanteste Punkt aus Gemeinwohlperspektive, ist die Frage, was es mit Gerechtigkeit an sich hat. Und dieses System kann dazu sorgen, dass es mehr Transparenz gibt, weil einfach die Kriterien so klar definiert sind, dadurch eine Überprüfbarkeit auch möglich wird. Und im besten Falle eben nicht mehr dann, ach, die Eltern backen doch die beste Erdbeertorte, dass das Gründe sind, warum eine Kita Eltern aufnimmt, sondern eben anhand objektiverer Kriterien. Und mit diesen möchte ich gerne übergehen zum letzten Teil der Do's und Don'ts und zuallererst über ein paar Kernerkenntnisse sprechen, die aus diesem Anwendungsfall der Kita-Platzvergabe so deutlich werden. Zuallererst, wie wichtig es ist, das gesellschaftlich relevante Problem in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht von der Technologie auszugehen und dann zu suchen mit dieser Technologie, ich möchte jetzt ein Problem damit lösen, sondern wirklich von dem gesellschaftlichen Problem auszugehen. Das zweite ist, wie entscheidend der soziale Kontext ist, dass einfach eine Kita-Platzvergabe in Berlin andere Voraussetzungen hat als vielleicht in München und auch da nochmal in den verschiedenen Stadtteilen oder Kiezen ganz andere Voraussetzungen erfährt. Und zuletzt, wie wichtig es ist, Algorithmeneinsätze proaktiv und zielgruppengerecht zu vermitteln, weil nur so Akzeptanz entstehen kann und nicht einfach so, ja, ich möchte das Algorithmus, es ist doch alles kalt und es wird alles dann von Technik entschieden, sondern klar wird, dass das menschliche Entscheidungen sind und ein Algorithmeneinsatz an gewissen Punkten halt unterstützen kann. Um ein Stück weit zu abstrahieren noch, geht es um die Frage, wie eigentlich algorithmische Systeme entwickelt und geplant werden. Ganz oft um Gestaltungskriterien. Da wurden Gestaltungskriterien vom Papst bis zur Europäischen Kommission verabschiedet. Und was ihr jetzt hier seht, sind die Algo-Rules, die mit dem iRights Lab und der Bertelsmann Stiftung entstanden sind und unter der Beteiligung von fast 500 Personen. Und da sind 9 Regeln definiert, die wichtig sind, bei der Gestaltung von algorithmischen Systemen zu beachten, ob das jetzt Kompetenzaufbau ist, dass die Ziele und die Wirkung wirklich dokumentiert werden oder dass Nachvollziehbarkeit sichergestellt ist. Wichtig ist eben, dass man nicht erst am Ende guckt, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter Algorithmus, sondern sich den Prozess anguckt der Entstehung.
Und um das auch für alle noch leichter zu machen, damit umzugehen, gibt es nicht nur diese neuen Regeln, sondern einen Praxisleitfaden, der ermöglicht, auch genau nochmal für Entwicklerinnen und ihre Führungskräfte zu verstehen, welche Fragen auf dem Weg eigentlich auftauchen, sowie eine Handreichung ganz speziell für die digitale Verwaltung, wo auch ganz konkrete Praxisbeispiele drin zu finden sind. Und damit die Einladung, sich das gerne anzugucken. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Mentimeter-Umfrage, wo ich gerne von euch wissen würde, was müsste denn passieren, damit du, damit ihr die Chancen von Algorithmen stärker im Sinne des Gemeinwohls nutzen könntet? Und damit meine ich insbesondere in euren Organisationen, in denen ihr arbeitet, in den Kontexten, in denen ihr beruflich aktiv seid, um eben einen gesellschaftlichen Beitrag auch daraus zu ziehen. Da wäre ich auch nochmal sehr gespannt auf die Antworten, die da zusammenkommen, und würde deswegen nochmal meinen Bildschirmteil stoppen. So, und wir sehen Praxisleitfaden, Anleitungen, Best-Practice-Beispiele, ein niedrigstelliger Zugang dazu, mehr Austausch, Ideen zu finden, Fortbildung zu bekommen oder Trainings, transparentere Gesetze, sehen noch mehr Praxisbeispiele, Knowledge zusammenzufinden. Interessanterweise sehe ich nicht viel zu Finanzierungsfragen, sondern wirklich eher auf der Wissensebene. Also das finde ich auch sehr spannend. Ich lasse das mal sich weiterentwickeln. Wir teilen das auch gerne mit dann in den Folien, die danach auch zu finden sind über die Website. Da sieht man dann das finale Bild. Und ich würde jetzt nochmal übernehmen und zu den letzten Aspekten kommen. Nämlich, dass wir wirklich ein Ökosystem der Gemeinwohlorientierung brauchen. Und dafür mindestens vier Dinge. Aber die vier Dinge sind mir besonders wichtig. Zum einen brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte, wo wir algorithmische Systeme zu welchem Zweck und nach welchen Regeln nutzen wollen. Und das ist explizit keine Expertinnen-Debatte, sondern eine Debatte, die wirklich in der Breite geführt werden sollte, weil sie so essentiell ist und weil die Technik und die Technologie ein Werkzeug ist, um die Ziele, die dahinter liegen, zu erreichen. Nur so kann auch Vertrauen und eben auch ein Bewusstsein über die Bedeutung entstehen. Das zweite ist die Kontrolle. Wir brauchen Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Die Überprüfung muss ermöglicht werden, Widerspruchsmöglichkeiten und wenn Diskriminierungen auftauchen und bemerkbar werden, diese auch tatsächlich dann anfechten zu können. Auf europäischer Ebene entsteht gerade eine KI-Gesetzgebung, wo auch mit sehr viel Einfluss von Lobbyisten gerade darum gerungen wird, was eben dann für Regeln festgelegt werden. Und es ist wichtig, diese Debatte eben auch aus zivilgesellschaftlicher Perspektive zu führen und mitzubestimmen. Der dritte Punkt ist Förderung von algorithmischer Vielfalt. Monopolbildung ist ja leider so eine Art von Sinnbild für Digitalisierung geworden. Und wir brauchen aber was anderes. Wir brauchen eine andere Art von Vielfalt. Wir brauchen inklusive digitale Zukunftsvisionen, wo wir auch mit einem Fellowship zusammen mit dem Superlab dafür versuchen zu unterstützen, dass es eben mehr solcher digitaler, inklusiver Zukunftsvisionen auch geben kann. Und wir brauchen interdisziplinäre und diverse Teams, dass eben nicht nur die wirtschaftliche Perspektive und auch nicht nur die Perspektive von im Klischee zu sprechen, jungen weißen Männern zu hören sind oder in der Entwicklung sind, sondern von anderen Zusammensetzungen von Teams. Und zu guter Letzt, und das hat man ja auch gerade in den Antworten gesehen, es braucht einen Kompetenzaufbau in der Breite. Nicht so sehr mit der Forderung, dass jetzt jedes Kind programmieren lernen muss, sondern dass wir alle besser verstehen, warum und wie Algorithmen relevant sind für uns. Und dass die Entwicklerinnen ein besseres Verständnis von gesellschaftlichen Aspekten verstehen, aber auch die Praxis mehr mit den Auswirkungen der Technologie zu tun hat und versteht. Und ich möchte enden damit mit dieser Ermutigung, dass Algorithmen weder schlecht noch gut sind. Ich hoffe, das hat man auch gesehen, dass sie auch erstmal ein Werkzeug sind in diesem Vortrag, sondern es ganz stark darauf ankommt, wie wir sie gestalten. Und mit dieser Ermutigung kann ich nochmal auf unsere Arbeit hinweisen, wo es viel von dem, was ich jetzt erzählt habe, auch noch anders zu finden gibt und wir für Fragen sehr, sehr gerne offen stehen und Anregungen. Und zu allerletzt hoffe ich, dass ich mit diesem Vortrag ein bisschen dazu beitragen konnte, dass sich die Wolken an der Gipfelspitze gelegt oder vertrieben haben und ein bisschen einen Einblick in die gesellschaftliche Relevanz von algorithmischen Systemen geben konnten.
Und damit gebe ich über zu Johannes und der Frage, ob es Fragen gibt. Hallo, erstmal vielen Dank, Julia, für den wunderbaren Input. Es kam ein paar Fragen rein. Ich würde auch mit der ersten mal anfangen. Was passiert bei Einzelfällen, also bei einem algorithmischen System, wenn man eine direkte Ansprechperson notwendig ist? Wie flexibel und rigide sind diese Systeme aufgebaut und wer hat dort Ausnahmen zugelassen, ob du dort Erfahrung hast, ist eine Frage. Geht diese Frage auf das Kita-Platz-Beispiel ein oder ist es eine sehr allgemeine Frage? Dann müsste ich sagen, es kommt darauf an. Ich denke mal, es ist auf das Kita-Platz, auf das Kita-Beispiel bezogen, aber insgesamt offen gestellt, ob du Erfahrung kennst, gerade in sensiblen Bereichen, wenn man einen Ansprechpartner benötigt, ab wann lässt das System dann das zu, ob du Erfahrung hast. Genau, also da geht es halt wirklich um das Gesamtsystem und den soziotechnischen Kontext dieses Systems und es kommt ganz darauf an, wie es gestaltet ist. Für uns ist es ein klares Plädoyer dafür, dass es konkrete, verantwortliche Ansprechpartnerinnen braucht und insbesondere, wenn Teilhabe oder gesellschaftliche Aspekte davon betroffen sind, dass es dann noch viel wichtiger ist. Aktuell sehen wir, dass das zu selten der Fall ist und sich gerade auch Unternehmen, Konzerne davor drücken, dann auch wirklich ansprechbar zu sein und verantwortlich auch gemacht zu werden. Wir sehen Möglichkeiten aus der Zivilgesellschaft, das dann anders zu bündeln. Zum Beispiel die Plattform Unding von Algorithm Watch, wo sich Betroffene von algorithmischen Systemen an Unding wenden können und ihre Fallbeispiele dort einbringen und eben mit dem Versuch, verschiedene dieser Bedürfnisse oder dieser Betroffenheit zusammenzubinden, eine andere Macht zu haben, sich dann eben auch dafür einzusetzen, dass in diesen Fallbeispielen dann mehr Verantwortlichkeit auch gelebt wird. Also das vielleicht als Tipp, wenn jemand mal betroffen war von diskriminierenden algorithmischen Systemen, sich mal Unding anzuschauen. Danke dir. Eine weitere Frage Richtung Social-Media-Systeme, ob es da bereits Systeme gibt, die Vorstellung von Gemeinwohl-Algorithmen zutreffen oder diesen sehr nahe kommen, falls ob du da bereits was kennst oder weißt, ob da etwas in dieser Richtung in Planung ist. Also von Social-Media oder von Webseiten oder Plattformen, wo gemeinwohlorientierter vielleicht diskutiert wird? Habe ich die Frage jetzt verstanden? Genau. Also ich glaube, auf jeden Fall gibt es das viel zu wenig. Eine Sache, die ich sehr, sehr spannend fand in der Recherche, ist, wie in Taiwan diskutiert wird auf sozialen Plattformen. Das ist ja ein Land, das sehr stark durch Civic Tech auch geprägt wird, weil die Digitalministerin selber aus einem eher Hacker-Hintergrund kommt oder im Civic Tech-Bereich kommt. Und die haben Plattformen auch im öffentlichen Sektor mit aufgesetzt, wo eben entpolarisiert versucht wird zu debattieren und nicht immer die extremere Meinung dann angezeigt wird oder in den Vordergrund gespielt wird, sondern die, wo ein Konsens möglich ist. Und sich das genauer anzugucken, wie das funktioniert, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ansonsten glaube ich, dass einfach verschiedene Interessenslagen so oft zusammenkommen zwischen einer wirtschaftlichen Interesse und einer Aufmerksamkeitsökonomie, die wir haben, und dann eben das, was vielleicht unsere Demokratie besser tun würde. Und dann noch eine Frage hinsichtlich Leitlinien, an denen sich Algorithmen orientieren, ob du da Einblicke geben kannst, ist die Menschenrechtscharta oder was sind dort der Orientierungsrahmen, in denen sich dort algorithmische Systeme bewegen? Ja, also auch da, es kommt halt einfach auf diejenigen an, die entwickeln und einsetzen. Also die Algorithmen können erstmal auch gar nichts dafür, die werden ja von Menschen gemacht. Und das, was es da zu beachten gibt, ist, wie wir damit konkreter werden können. Weil die Menschenrechtscharta, die gilt auf jeden Fall, aber die Frage ist ja, wie das so vermittelt werden kann in den digitalen Raum, in digitale Anwendungen, in digitale Instrumente, dass dann denjenigen, die Umsetzungen machen, die entwickeln, die Algorithmen einsetzen, dann auch klare Leitlinien haben, was bedeutet das denn jetzt in meinem konkreten Anwendungsfall? Und deswegen gibt es auch die Entwicklung, dass in den letzten 3, 4, 5 Jahren sehr, sehr viele Gütekriterien oder eben auch Gestaltungskriterien entwickelt wurden. Es gibt jetzt mehrere hundert von diesen Gestaltungskriterien. Und bei all denen fehlt aber der Punkt, die wirklich in die Praxis umzusetzen. Und daran sind wir ganz stark, an dieser Fragestellung, wie das stärker in die Praxis umgesetzt werden kann, dafür, dass das nicht einfach Fragen sind und bleiben, sondern ganz konkrete Ableitungen daraus gezogen werden können. Und da braucht es auf jeden Fall noch mehr und da wird auch mehr noch kommen müssen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja,
Auf jeden Fall. Und dann noch in die Richtung Legal Tech, ob du da auch bereits Erfahrungen hast, ob es da Strömungen gibt und Initiativen, die gegebenenfalls menschenrechtsverletzende AI sanktionierbar machen oder dies auch kontrollieren und dort einen prüfenden Blick drauf werfen. Das ist noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, also den Bereich von Menschenrechten und der Frage von Digitalisierung, da gibt es immer mehr Zusammensetzungen oder auch immer mehr Diskurs und mehr Gespräche, wie das stärker zusammengedacht wird. Aus dem Legal-Tech-Bereich weiß ich, dass es da viele verschiedene Akteure gibt, die sich damit auseinandersetzen, weil es eben auch so ein spannender Bereich ist, der in der öffentlichen Verwaltung auch eine große Rolle spielen kann. Und da gibt es verschiedene Initiativen. Ich kann gerne danach vielleicht mal auf Links teilen. Aber im Grunde, man sieht da eine Bewegung. Die interessante Frage finde ich, wie halt vielleicht sehr etablierte Organisationen, die Menschenrechte, Menschenrechtsverletzungen im Blick haben, noch stärker auch sich mit den digital spezifischen Organisationen eigentlich stärker auch verbinden. Weil es gibt ja so wahnsinnig viel Wissen, auch unabhängig jetzt von digitalisierten oder von Organisationen, die sich viel mit Digitalisierung beschäftigen. Und diese Wissensströme stärker zu verbinden, den Austausch zu forcieren, da merkt man, dass in den letzten Monaten und auch Jahren eben mehr passiert. Und dann zum Abschluss der Session, ich glaube, eine wunderbare Frage, das uns zu machen. Wie ist es möglich, welche Möglichkeiten gibt es, um gemeinwohlorientierte Algorithmen zu fördern? Und genau, ob du da bereits Initiativen und Beispiele kennst. Ja, also es gibt, also ich würde sagen, diese Debatte steht aus der Zivilgesellschaft noch relativ am Anfang. Es gibt viele Initiativen von Wirtschaftsunternehmen, die sagen, sie machen jetzt AI for good, KI fürs Gute. Und ich glaube aber, dass jetzt gerade der Punkt ist, wo das stärker aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft kommt, diese Frage ins Zentrum zu stellen, was meinen wir damit eigentlich und unter welchen Bedingungen ist es aus unserer Sicht wirklich auch gemeinwohlorientiert und dient der Gesellschaft und nicht nur Privatinteressen. Und es gibt verschiedene Initiativen. Ich habe vorhin schon genannt, das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hat einen sehr spannenden Forschungszweig, die sich intensiv damit beschäftigen, aus Forschungsperspektive drauf zu gucken. Wir versuchen das in unserer Arbeit auch stärker, Anwendungsbeispiele zu finden und auch in den Diskurs einzubringen, weil im Grunde das, was es am deutlichsten macht, sind Anwendungsbeispiele. Wenn ich meine Berufsbeschreibung Leuten erzähle und sage, ja, ich kümmere mich um die Fragestellung, wie Algorithmen fürs Gemeinwohl eingesetzt werden, kommt erstmal ein großes Fragezeichen und okay. Und wenn man dann aber von Beispielen erzählen kann, von etwas wie der Kita-Platzvergabe, von konkreten gesellschaftlichen Problemen, wo eben Technologien wie algorithmische Systeme eingesetzt werden kann, um diese Herausforderung ein Stück weit zu lösen oder eben zu unterstützen, diese Lösung, dann wird es konkret. Und deswegen freue ich mich total über viele weitere Gespräche, wo diese Anwendungsfälle weiter in den Diskurs getragen werden und wie wir auch als Stiftung das unterstützen können, dass eben dieser Diskurs dadurch bereichert wird. Super. Vielen, vielen Dank, der Julia. Die Präsentation und den Input werden wir auch noch in der Mediathek hier zur Verfügung stellen. Und genau, vielen Dank für den super Überblick und auch gerade das praxisorientierte Beispiel.